ist für mich Leidenschaft, ist für mich Lebensfreude. Bier ist für mich ein super Produkt mit ganz wenig Kalorien und sehr gesund. Ich bin damit aufgewachsen, ein basisches Getränk eigentlich, ein isotonisches Getränk, ja, eine Freude. Bier ist in erster Linie auch Leidenschaft. Das ist ein Getränk mit großer, jahrtausendealter Tradition. Es beinhaltet eigentlich alles das, was der Mensch zum Leben braucht. Ja, und es ist meine große Liebe nach meiner Frau. Bier ist wahnsinnig vielfältig für mich. Das beginnt bei unserem klassischen österreichischen Märzen und das endet bei irgendeinem belgischen Sauerbier. Bier ist so eine riesen Bandbreite und vor allem Bier ist Emotion pur. Am Anfang war eine Vision. Die zur Stiegl-Brauerei Salzburg gehörende Landwirtschaft in Wildshut sollte das erste Biergut Österreichs werden. Ein Biergut, in dem die größte Privatbrauerei des Landes zeigt, dass es auch anders geht. Bier nicht als Massenprodukt mit Einheitsgeschmack, sondern erzeugt im Einklang mit der Natur. In einer Kreislaufwirtschaft mit Urgetreide aus der eigenen Landwirtschaft. In nur 10 Monaten Bauzeit wurden aus Visionen Wirklichkeit und aus Architektenzeichnungen konkrete Bauwerke mit einer eigenen Haltestelle der Salzburger Lokalbahn. Das erste österreichische Biergut liegt unmittelbar hinter der Salzburger Landesgrenze in Wildshut. Es ist nicht nur mit dem eigenen Pkw oder über einen Radweg, sondern auch mit dem Zug erreichbar. Und schon wenige Meter nach der Haltestelle sehen die Besucher gleich höchst lebendig, was mit Kreislaufwirtschaft gemeint ist. Mangalitzer Schweine, eine alte ungarische Wollschweinrasse, zeigen auf einer kleinen Wiese beim Bäckerteich, wie ein Schwein leben will. Es frisst Gras, es wühlt in der Erde herum, es frisst Würmer. Und wir versuchen auch, das Mangalitzer Schwein zusammen mit dem Händel als Symbiose zu zeigen. Das heißt, die ergänzen sich gegenseitig. Das Mangalitzer Schwein verjagt einen Fuchs und Marder. Und das Händerl pickt dann umgekehrt beim Schweinchen das ganze Ungeziefer weg. Der Weg zurück zur Tradition ist ein Weg mit Potenzial, aber auch ein langer Weg. Aufstand der Tradition bedeutet, dass etwas, das es schon einmal gegeben hat, wieder auferstehen darf. Bier, das war einmal ein einfaches Produkt, gebraut nach dem Reinheitsgebot aus Hopfen, Malz, Hefe und Wasser. Heute werden fast 50% der weltweiten Nachfrage nach Bier von nur 5 Brauereigruppen bedient. Der weltweite Biermarkt ist unübersichtlich geworden. Die Sehnsucht nach einer überschaubaren Produktion ist daher tatsächlich so etwas wie ein Aufstand. Ein Aufstand der Tradition, die am Biermarkt gerade wieder an Boden gewinnt. Ich bin mit meinem Vater hier sehr oft draußen gewesen. Das war eher so, dass man dann so erzogen wird. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass man den Wert des Bodens kennenlernt, dass man weiß, dass man eigentlich langfristig denkt, dass man hier, ich will nicht sagen in Generationen, aber doch sehr nachhaltig denkt und dass der Boden an sich ein sehr wertvolles Gut ist und den kann man nicht innerhalb eines Jahres wieder regenerieren. Der Bauer muss auf seinen Boden schauen, der muss auf seine Werkzeuge, natürlich auch seine Mitarbeiter schauen, aber vor allem dieser Boden, das ist eigentlich der, der die Ernte bringt und der hier die Produkte bringt, wovon man leben kann.
Vom Feld ins Glas, eine Kreislaufwirtschaft zum Angreifen, das ist das Konzept des ersten österreichischen Biergutes. Da wächst die Ehrfurcht vor der Erde. Damit 10 cm Boden entsteht, dauert das Ganze 2000 Jahre. Und das ist schon mal eine markante Zahl, was ich da in Händen halte. Und das Wichtigste ist natürlich das, dass man den Boden schützt, dass man den Boden nachhaltig bewirtschaftet. Würmer und Bodenlebewesen sind das A und O in der Biolandwirtschaft mit einer 8-jährigen Fruchtfolge. Ja, in dieser Hand, in zwei Händen sind mit Sicherheit über 10 Milliarden Lebewesen, Mikroorganismen, die für den Bodenaufbau verantwortlich sind. Vor gut 150 Jahren hat sich eigentlich das Bierbrauen immer mehr gelöst von der Landwirtschaft. Und wir haben beschlossen, vor einigen Jahren diesen Schritt wieder zurückzutun. Ich sage, das ist auch irgendwo ein Beweis für unsere Liebe zu unserem Bier, ein Liebesbeweis, dass wir hier sozusagen unser Biergut wieder aktivieren, weil man damit lernt, wie man mit landwirtschaftlichen Produkten, mit Rohstoffen aus der Landwirtschaft bis zum fertigen Bier, sozusagen vom Feld bis ins Glas, perfekte Regelkreisläufe schließen kann. Bordeaux-Weizen und schwarze Nacktgerste sind zwei der Urgetreidesorten, die am Stallacker des Biergutes in Wildshut wachsen. Sie geben den Wildshuter Bieren den ganz speziellen Geschmack. Anfang Mai ist die Saat gerade aufgegangen. Der Acker hat sich bis jetzt sehr gut entwickelt, sehr gut angekeimt, also sehr gute Auflaufrate und ganz wichtig ein sehr niedriger Unkrautdruck, den wir speziell durch eine mechanische Unkrautunterdrückung, Unkrautbekämpfung machen. Das Striegeln haben wir auf diesem Feldacker auch schon gemacht und das hat sich bewährt. Striegel, wir kommen den vergleichen am besten mit einem Kamm oder was, das man über das Feld zieht. Das sind einzelne Striegel, die dann erstens für Bodendurchlüftung sorgen. Aber das Wichtigste ist, dass man Unkräuter ausreißt, die dann an der Oberfläche vertrocknen und so der Bestand an Unkraut frei wird. Auch in einer Biolandwirtschaft wächst Getreide nur mit Dünger und der kommt im Biergut von den Rindern, vorzugsweise von Pinzgauer Rindern, einer alten Haustierrasse. Die Kühe genießen hier auf einer Kurzrasenweide größtmögliche Freiheit. Die Kuh ist natürlich auch so, dass sie das frisst, was ihr schmeckt. Das ist einmal ganz klar. Und ich glaube nicht, dass die Kuh jetzt losgeht und sagt, ich muss jetzt Eiweiß oder Energie suchen, sondern die wird vorwiegend einmal den Geschmack suchen. Optimales Futter ergibt sich dann aus der Komplettration. Also wir haben ja nicht nur die Weidefütterung, sondern auch Silage und Heu, was wir ergänzend zufüttern. Und das Wichtigste ist einfach die Tagesration bzw. die Tagesmenge, was die Kuh aufnimmt und die muss unter den Strich dann passen. Wir sind biologischer Betrieb seit 1994, halten Kühe in einem Laufstall mit Liegeboxen, ständigen Zugang zum Auslauf, auch in die Wintermonate. Und ja, seit letztes Jahr melken wir mit einer automatischen Melkanlage. Und ja, die Kuh kann selber entscheiden, was sie macht. Sie muss drei Dinge machen am Tag und das ist ihr überlassen, wann sie das macht. Also das Melken, das Fressen und das Schlafen. Und sie muss Kälber bekommen, um Milch zu geben. So schließt sich der Kreislauf. Die Wildshuter Schafe machen im Frühjahr einen Ausflug in die Stadt Salzburg und später auf die Alm. Sie dürfen zum Beispiel das Gras rund um die Zentrale der Stiegelbrauerei abfressen. Dass für sie der Kreislauf hier möglicherweise auch einmal auf dem Teller endet, wissen sie nicht. Aber das Woher wird in einer globalisierten Welt zu einer immer wichtigeren Frage. Eine genauso wichtige Frage wie jene nach dem wie viel. Wer gerne kocht, der weiß, dass nicht alle Zutaten zu jeder Jahreszeit in unbeschränkter Menge vorhanden sind. Im ersten Biergut Österreichs werden die Produkte deshalb ausgehen dürfen. Sie dürfen ausgehen, weil sie nur in beschränkter Menge erzeugt werden können.
Wir haben ja unterschiedliche Urgetreidesorten, die wir hier anbauen. Und die Ernten fallen ja nicht jedes Jahr gleich aus. Das hängt vom Wetter ab, das vergisst man ein bisschen. Ne? Gerade bei Bier ist natürlich über Jahrzehnte und Jahrhunderte lang eigentlich das Bestreben gewesen, immer genug zu haben und immer in gleichbleibender Qualität. Hier das Wildsutterbier, da wird es einmal genau umgekehrt sein. Da geht es jetzt darum, dass man wirklich sagt, okay, es gibt so viel Pfauengerste, es gibt so viel Bordeaux-Weizen und wenn der Bordeaux-Weizen aus ist, dann ist auch die Sorte und dieses Wildsutterbier dann aus. Und das gibt es erst dann wieder im Jahr darauf. Dass die Menschen eine neue Qualität kennenlernen sollen und dürfen, ist für die Familie Kiener Programm. Ein Programm, das nichts mit Mode oder Marketing-Trends zu tun hat. Ja, ich denke generell, dass es einfach interessanter ist, umso weniger es von etwas gibt, umso begehrenswerter ist es eigentlich. Also mir geht's so. Wenn ich weiß, da gibt es nur ganz wenig, dann möchte ich das unbedingt haben und das wollen wir auch. Also Wertschätzung und Respekt wieder wecken. Und Begierde. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass Oberndorf, wo der Philosoph Leopold Kohr mit seiner Botschaft der kleinen Einheiten groß geworden ist, nur wenige Kilometer von Wildshut entfernt liegt. Dass Fortschritt nicht in Vergrößerung, sondern in der Verkleinerung liegt. Jeder weiß das, außer den Wirtschaftlern und den Politikern. In Wildshut geht man ganz bewusst den Weg zurück, vom Großen ins Kleine. Da geht es um Stärken verstärken, da geht es eigentlich diesen Geist. Small is beautiful ist natürlich der berühmteste Ausspruch, aber dass vielleicht kleine Einheiten oft die schnelleren Einheiten sind, die flotteren, auch in der Umsetzung, und dass da oft ein ganz anderer Geist drinnen stecken kann, wie das in den großen Konzernen möglich ist. Die Planung der Revitalisierung des Stiegelgutes in Wildshut, das seit 1917 im Besitz der größten österreichischen Privatbrauerei ist, war keine Angelegenheit von heute auf morgen. Aus einer Idee wurden konkrete Vorstellungen und dann begann eine Architektin, die in einer Brauerei aufgewachsen ist, das Ganze umzusetzen. Also für mich ist es, wie wenn ein Lebenswunsch in Erfüllung gegangen wäre. Ich bin selber ein Brauereiskind und wenn man so einen Auftrag bekommt und wieder eine Brauerei bauen darf, ist das einfach ein Höhepunkt in einer Karriere, wenn ich so sagen darf. Ja. Der Kreislauf spielt auch hier eine Rolle. Recycling oder noch besser Upcycling. Die Aufwertung alter Dinge wird in der ersten österreichischen Vollholzbrauerei in Wildshut gelebt und von einem Punkt aus werden hier, wie in einem Rundumschwenk, nach der Fertigstellung sämtliche Stationen des Bierbrauens zu sehen sein. Vom Korn über das Melzen zum Brauen und Reifen. Die Brauerei ist eine Vollholzbrauerei, das heißt, wir sind vollkommen ohne Metallverbindungen, ohne Leimverbindungen ausgekommen, sondern es wurde nur mit Holztübeln gearbeitet. Das heißt, auch die Brauerei ist wieder ein Material, das wieder der Natur zugefügt werden kann. Das Holz hier ist von der Firma Thoma, das ist eben das Holz, das ohne Metallverbindungen auskommt. Und wir haben auch bei der Inneneinrichtung das Holz hinter mir, die schöne Sitzarena, ist aus Tremmen, die bei der Stiegelbrauerei beim Umbau abgefallen sind, haben wir hier wieder verwenden dürfen und diese Sitzarena mit diesen alten Holztremmen gebaut. So wurde das Material wieder verwendet. Die Bauarbeiter haben in Wildshut Enormes geleistet, über viele Monate hinweg. Noch lange vor der Fertigstellung wurde auf der Baustelle auch die Grundlage für ein Brauexperiment gelegt. In einer eigens dafür geplanten Grube wurden Amphoren versenkt. In ihnen wird sich Urbier entwickeln.
Die Amphoren kommen aus Georgien, nur dort weiß man noch, wie sie hergestellt werden. Es gibt nur mehr ganz wenige Familien, und die sitzen in Georgien, die diese Herstellung von Tonamphoren beherrschen. Und das geht dort in Georgien zurück auf eine sehr alte Weinkultur. Also vor 6000 Jahren wurde bereits Wein in Frevris ausgebaut, und das ist auch geschützt, das ist Welt-UNESCO-Kulturerbe. Und wir machen das gleich jetzt mit Bier. Das Urbier ist nicht nur ein Experiment, das zurück zu den Ursprüngen führt. Es ist für die Brauer auch eine höchst emotionale Angelegenheit. Bier brauen wie vor 3000 Jahren in zitronenförmigen, leicht zerbrechlichen Tongefäßen mit 1000 Liter Fassungsvermögen. Das ist nicht alltäglich und für den Braumeister das Experiment seines Lebens. Wenn man mit Maische in diese Gefäße hineingehen, also beim Wein geht man mit Stängel und Schale hinein, wir gehen auch mit Schale und Spelzen hinein, wir lassen das Getreide, wie es ist. Und wir machen auch gerade Vorversuche an der Technischen Universität München in Weinstephan, um diese Maischegärung ein bisschen zu erforschen, dass wir im Herbst, wenn es soweit ist, einfach genug Erfahrungen haben, dass das Ganze sehr gut schmeckt. Eines steht fest: Das Ergebnis wird weder ein Billigbier noch ein Massenangebot. Wer so weit zurückgeht in die Geschichte, der erforscht auch die Geomantik des Ortes. Wildshut, ein energetischer Kraftplatz. Das ist das Ergebnis der Besuche mehrerer Geomantiker. Holzwellen führen genau in sein Zentrum. Ja, auch die Holzwellen zeigen den Kreislauf. Drinnen die Sitzkultur ist eine runde, wie eine Sitzarena. Dann geht es weiter raus, die Überdachung, das ist die erste Holzwelle, die geht in die Erde rein. Dann kommt die zweite Holzwelle beim Amphorenkeller, geht die Welle wieder aus der Erde raus, geht wieder in die Erde rein. Und zum Schluss sieht man dann die schöne Sitzarena im Freien. Auch die wird ein Kreis sein und geht dann über zum Schluss in den Energiekreis. Wir haben hier einen Energiepunkt, einen Kraftplatz, und das ist auch ein kreisrunder Kraftplatz. Und so zeigt man halt immer wieder das Herausgehen aus der Erde und zurück zur Erde und raus und zurück zur Erde. Und zum Schluss zu dem großen Energieplatz, der auch wieder ein Kreis ist. Man fühlt sich eigentlich irrsinnig wohl. Es ist total angenehm. Und wir haben den Tipp bekommen von unserem Geomantiker, der meinte, wissen Sie was, am besten machen Sie da einfach so eine Art Steckdose, wie eine Handysteckdose. Und jeder, der vorbeifährt, soll schnell reinkommen, sie kurz raufsetzen und wird wieder aufgeladen. Das ist unser Kraftplatz. Bitte ausprobieren. Es dürfte halt, so nehmen wir an, weil hier sehr viele bronzezeitliche Ausgrabungen auch sind in der Gegend, dass das vielleicht eine Kultstätte in der Bronzezeit schon gewesen ist, weil eine derartig starke Strahlung offenbar hier ist. Ne? Zum ersten Mal historisch erwähnt wurde Wildshut im Jahr 930. Schloss Wildshut gilt als historischer Kern der Ortschaft. Später wurde hier ein bis zum Jahr 2002 bestehendes Bezirksgericht eingerichtet. Und im 18. Jahrhundert kam Wildshut nach dem Frieden von Teschen von Bayern zu Österreich. Das war der Beginn der Wildshuter Braugeschichte. Seit 1917 von Stiegl geprägt. Und seit 2012 wird hier wieder gemälzt und geröstet. Eine weltweit einzigartige Kombination. Den Rohstoffen wird damit genau die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie verdienen. Bier kann man nur aus Malz machen, nicht aus Gerste oder auch aus Weizen oder aus Roggen. Sondern bevor man sozusagen diese Getreideprodukte nicht vermälzt hat, kann man daraus kein Bier machen, weil hier werden dann die Enzyme aktiviert, die später aus der Stärke den Malzzucker machen. Und der Malzzucker ist die Basis für das spätere Bier. Also mit der Hefe verkehrt dann dieser Malzzucker zu Alkohol. Und dann hat das Bier auch ein bisschen an Alkohol. Die Formel für Malzzucker C12H22O11 führt daher wie ein roter Faden durch das Biergut. Ist ein bisschen ein Gag zugegebenermaßen, aber wie gesagt, unser ganzes Leben besteht natürlich irgendwo auch aus natürlicher Chemie, kann man hier sagen. Und wir haben gesagt, na, das ist die Biochemie, und C12H22, und C12 ist überhaupt eine schöne Zahl. Wir arbeiten gerne mit der Zahl 12, also C12H22O11. Da steht sozusagen für unsere Mälzerei hier. Erster und räumlich aufwendiger Prozess in der Mälzerei ist die Reinigung der alten Getreidesorten im Dachgeschoss. Die Entstaubungsanlage ist bei den Bauarbeiten quasi durchs Dach gekommen. Das heißt, für den Bau der Anlage wurde das Dach geöffnet. Melzen ist ein natürlicher Vorgang.
Mit der Kombimaltanlage im Biergut, aber auch ein technisch äußerst kreativer Vorgang. Für uns Brauer ist es natürlich was Tolles, dass wir so eine wunderbare Technik verwenden können und wir arbeiten sehr gerne damit und vor allem können wir alle Malze wunderbar reproduzieren, weil wir halt mit Rezepturen arbeiten und uns diese Gerätschaften da sehr unterstützen beim Melzen. Eine Kostprobe bedeutet hier Genuss. Ja, da drinnen haben wir jetzt den Schwarzhafer getoastet. Den Schwarzhafer haben wir zuerst entspelzt. Das braucht ein bisschen. Den haben wir entspelzt und dann bei 160 Grad getoastet, damit er diese wunderbaren Aromen und den wunderbaren Geschmack entwickelt. Wollen wir kosten. Das probieren, das hat so, dadurch kriegt er so nussige Noten und so ein bisschen biskuitartige Noten, leicht also in die Richtung Popcorn. Und den geben wir dann zum Wildzutter Sortenspiel bei und auch zur Männer Schokolade. Also der ist natürlich auch bei den beiden Bieren hauptverantwortlich für den eigenen Geschmack der Biere. Slow, das ist ein Begriff, der nach Slow Food nun auch die Bierszene erreicht hat. In Wildshut pflegt man den Mut zur Langsamkeit. Das aus den eigenen Urgetreidesorten erzeugte Malz wird daher nicht nur für die eigene Bierproduktion genützt. Es wird auch in 5-Kilo-Säcke abgefüllt. Zielgruppe sind alle, die gerne in kleinen Mengen selbst brauen. Die Konsumenten werden immer offener dem Bier gegenüber. Viele beginnen einfach nur mit Bier trinken, fangen dann irgendwann an, selber Bier zu brauen. Und manche schaffen es dann wirklich, machen dann in größeren Maßstäben Bier. Und das ist natürlich was jetzt die Brauwirtschaft massiv beflügelt. Ein jedes Ding muss Zeit zum Reifen haben. Dieses Zitat von William Shakespeare steht auf einer der vielen Tafeln, die die Besucher auf einem Themenweg durch das Braugut führen. Reifen muss natürlich auch das aus den seltenen Urgetreidesorten gebraute Wildzuter Bier. Zum Beispiel das Wildzuter Sortenspiel, das ist ein Bier mit Urgetreide, mit alpiner Pfauengerstenmalz, mit Emmermalz, Dinkelmalz und mit Schwarzhafer. Also sehr viele Rohstoffe schon, die dann mit einem Rezept, laut einem Rezept zusammengeführt werden und mit denen dann ein spezielles obergäriges Bier gebraut wird. Werten wieder einen Wert geben. Das ist der Grundsatz des Vereins Slow Brewing, dem die größte österreichische Privatbrauerei seit 2013 angehört. Ehrlichkeit, Fairness, Verantwortung, gesellschaftliches Engagement und Toleranz sind die Werte, die dieser Club von Prädikatsbrauereien vertritt. Und diese Werte werden in Wildshut an die Besucher weitergegeben. Von Donnerstag bis Sonntag ist das erste österreichische Biergut geöffnet. Und man kann hier nach 10 Monaten Bauzeit nicht nur schauen, sondern auch probieren, einkaufen und natürlich Bier trinken. Man kann hierher kommen, man kann sich selber ein Bier abfüllen, man kann es hier verkosten und man kann es als Geschenk auch mitnehmen oder man trinkt es hier. Ja, ich denke, dass zum Wildzutter Bier die entsprechenden Lebensmittel eine gute Ergänzung sind, aber diese Lebensmittel glänzen nicht, indem sie besonders viel Shishi haben, sondern da geht es darum, dass es einfache, aber extrem gute Sachen sind, also die in die Tiefe gehen. Ich sage, da kann es 5 verschiedene Buttersorten geben, die verschiedene Geschmäcker haben. Ein Schwarzbrot, das eigentlich einen derartig tollen Geschmack hat, wie man es sonst selten kriegt. Also es geht eigentlich hier darum, die einfachen Dinge besonders zu präsentieren. Das Projekt Erstes österreichisches Biergut ist abgeschlossen, aber es gibt noch viel zu tun. Der Biermarkt ist ebenso in Bewegung wie die Werte.
Wirtschaften ohne Abfall ist das Prinzip nach dem Motto von der Wiege zur Wiege. Ich glaube, in seinem Leben hat man einmal die Chance, dass man eine Brauerei bauen darf. Es werden nicht mehr so viele Brauereien gebaut. Und noch dazu so eine spannende Brauerei, wo auf diese Nachhaltigkeit geschaut wird und wirklich nach dem Prinzip Cradle to Cradle haben wir da jetzt gearbeitet. Und dieses ganze Konglomerat war für mich natürlich eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ich bin glücklich, dass es gelungen ist und ich freue mich natürlich, wenn es die Leute annehmen und wenn es erfolgreich wird. Wir haben, sage ich mal, einen großen Mitbewerber, der inzwischen einem internationalen Konzern Heineken angehört. Und wir haben viele kleinere und mittelständische Mitbewerber. Ich denke, dass wir hier sehr konsequent über unsere Qualitätspolitik, über neue Ideen, über Vielfalt immer wieder nachdenken, dass man auch immer wieder neue Produkte, auch alkoholfreie Produkte bringt, dass man sozusagen sein Herz am Markt hat und, oder sein Ohr am Markt hat, ist vielleicht noch besser ausgedrückt. Und dass, ja, dass man schnell in der Umsetzung ist. Das Thema ist sicher machen und nicht warten, dass andere machen. Eine Vision ist mit dem ersten österreichischen Biergut in Wildshut Wirklichkeit geworden. Und hier kann jeder anschauen und kosten, wie sich ein Stück Zukunft gewordene Tradition anfühlt. Und wie er schmeckt, der Aufstand der Tradition. Thank you.